Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer zweiten Folge von unserem Dinosaur Death Race. Ein ganz besonderer Gruß geht auf jeden Fall auch noch an alle Premiere-Zuschauer hier raus, die jetzt sozusagen in Anführungszeichen mit live dabei sind. Es lohnt sich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, weil am Ende werde ich für euch nochmal extra Plätze für das nächste Rennen dann verlosen. Wie das Ganze vonstatten geht, erfahrt ihr am Ende des Rennens. Aber erstmal kommen wir jetzt zu den Regeln von unserem Death Race. Und diese sind denkbar einfach. Ihr seht ja schon hier, insgesamt haben wir 10 Kandidaten, die an den Start gehen. Hier vorne ist eine Reihe, hinten ist eine Reihe. Als erstes startet die vordere Reihe. Und wenn diese dann fertig ist, startet die hintere Reihe an Fahrzeugen. Das machen wir einfach, damit es nicht so unübersichtlich wird und wir die Fahrzeuge so ein bisschen besser verfolgen können. Und ihr seht auch schon, dass in jeder Reihe jeweils immer einer von jeder Farbe steht. Hier vorne haben wir einen blauen, da hinten haben wir einen blauen. Die bilden dann gemeinsam zusammen Team Blau und sammeln dann auch gemeinsam Punkte. Das heißt, wenn der vordere 4 Punkte sammelt und der hintere hier 2 Punkte sammelt, dann hätte am Ende Team Blau 6 Punkte insgesamt. Und das Team, was dann am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt hier das Rennen. Das heißt, es ist hier keine Einzelleistung, sondern eine Teamleistung. Und wenn jetzt zum Beispiel der Erste bei Team Blau im ersten Versuch halt sehr versagt und dafür der Zweite richtig gut fährt, kann Team Blau hier trotzdem noch gewinnen. Ist, denke ich mal, relativ spannend und ich denke mal, das versteht man schon ganz gut so. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie kann man Punkte sammeln? Das ist auch relativ einfach. Wir haben hier eine Rennstrecke bzw. ein Parcours und für jedes Hindernis, was man hinter sich bringt, bekommt man hier Punkte. Man muss immer in das Gehege reinfahren, um die Punkte, die oben an dem Gehege dran stehen, zu bekommen. Das heißt, wenn man hier dieses Tor überschreitet, bekommt man einen Punkt, weil hier oben die 1 steht. Und falls man hier ausscheiden sollte in diesem Gehege, hat man dann halt diesen einen Punkt gesammelt. Wenn man es jedoch schafft, weiterzufahren, hier ins nächste Gehege, hier die Linie überschreitet, bekommt man 2 Punkte. Hier würde man 3 Punkte bekommen und so weiter und so fort. Das sind jetzt hier 4 Punkte, seht ihr hier oben. 5 Punkte, 6 Punkte, 7, 8 und 8 Punkte ist die maximale Anzahl, was man durch Gehege bekommen kann. Das heißt, wenn man in diesem Gehege hier ausscheiden würde und kaputt geht, dann würde man insgesamt 8 Punkte sammeln. Wenn man es jedoch schafft, durch dieses Gehege noch durchzukommen und hier vorne die Ziellinie zu überschreiten, bekommt man nochmal zusätzliche Bonuspunkte. Der Erste, der es schafft, also da geht es dann halt auch so ein bisschen um Geschwindigkeit, der Erste, der es schafft, würde hier 5 Bonuspunkte bekommen. Obendrauf noch auf die 8, die ihr sowieso für die Gehege bekommt. Der Zweite würde 4 Bonuspunkte bekommen, der Dritte 3, der Vierte 2 und so weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch erzählt, ich glaube aber nicht. Ist, denke ich mal, relativ verständlich. Und dann kommen wir auch gleich mal zu unseren Kandidaten. Und da haben wir als allerersten Kandidaten für Team Blau der Spinosaurus-Fan. Herzlichen Glückwunsch. Für Team Rot geht als erstes an den Start heute Aragorn Prime. Der erste Fahrer für Team JWE, das ist heute Kilian Kall. Und dann kommen wir schon zu Team Retro. Da haben wir Ocean Beard. Team Orange ist das heutige VIP-Team. Das werden wir gleich noch live zulosen. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch dann. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den Teammitgliedern von den Leuten, die ich euch gerade schon vorgestellt habe. Da haben wir als zweites für Team Retro Selina Hegner. Der zweite Fahrer für Team Blau, das ist Taifun Kelesoglu. Team Orange ist, wie gesagt, VIP. Und der zweite Fahrer für Team Rot, das ist Teufelkiller HD. Der ist übrigens auch VIP bzw. Mitglied. Allerdings hat er dann nur noch zusätzlich eine Chance. Er hat jetzt ganz normal bei der normalen Auslosung Glück gehabt. Deswegen hat er jetzt hier schon mal seinen Platz sicher. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und der letzte Kandidat für Team JWE, das ist White Sheep 2.0. Auch herzlichen Glückwunsch an dich. Und jetzt kommen wir mal zu den VIP-Leuten. Ich erkläre euch mal, wie das Ganze funktioniert. Also ihr könnt Mitglied werden auf meinem Kanal. Es gibt 3 verschiedene Stufen. Und je nach Stufe, wie ihr mich unterstützt, habt ihr halt eine höhere Gewinnchance. Das Ganze losen wir mit diesem wundervollen Wheel aus. Das werde ich gleich drehen. Und dann werden wir hier den Fahrer für das erste Fahrzeug hier ermitteln. Ihr seht jetzt schon hier, eine Meinung ist zum Beispiel Elite-VIP. Als Elite-VIP hat man die 5-fache Gewinnchance. Das heißt, eine Meinung hat hier 5 Slots auf dem Reel. Als Premium-VIP hat man eine 3-fache Chance, wie der Daniel hier oben. Daniel, Daniel, Daniel. Und als normaler VIP, das kostet 99 Cent im Monat, da hat man eine 1-fache zusätzliche Chance.
so wie der Simon Gamer hier. Und wir werden jetzt das Rad hier live drehen und werden jetzt mal den Fahrer für das orangene Fahrzeug hier ermitteln. Ich bin sehr gespannt, wer es sein wird. Und es ist Mrs. Sunstorm, Miri, herzlichen Glückwunsch. Miri ist übrigens Premium-VIP, deswegen hatte sie die dreifache Chance und ist jetzt hier der erste Kandidat für Team Orange. Herzlichen Glückwunsch, du bist dabei und jetzt werden wir auch noch den zweiten Kandidaten auslosen. Der steht hier vorne, den wähle ich schon mal hier so ein bisschen an und dann drehen wir einfach nochmal das Rad und schauen mal, wer das hier wird. Bin echt gespannt. Oh nee. Oh, okay. Wir haben jemanden. Ich dachte, es wäre wieder Miri. Das wäre ärgerlich gewesen. Aber wir haben Keanu Günther gezogen. Wenn es jetzt übrigens nochmal Miri gewesen wäre, hätten wir einfach das Rad nochmal gedreht. Also doppelt kann man hier nicht teilnehmen. Wäre genau der gleiche Fall gewesen wie bei Teufelkiller HD. Weil der steht auch hier mit auf diesem Rad. Wo steht er? Da oben. Wäre er jetzt rangekommen, hätten wir das Rad einfach nochmal gedreht. Weil man kann nicht zusammen, also zweimal im gleichen Rennen teilnehmen. Ist, denke ich mal, auch fair und verständlich. Ich blende mal hier das Rad wieder aus. Wir haben jetzt alle unsere 10 Kandidaten hier. Jetzt im orangenen Team haben wir Miss Sunstorm und Keanu Günther. Und damit können wir mit dem Rennen endlich anfangen. Und damit geht's hier direkt los. Wir öffnen das Tor für die ersten 5 Kandidaten. Da haben wir einmal für Team Blau, Spinosaurus-Fan, Aragorn Prime für Rot, Kilian Karl JWE, Ocean Beard für Retro und Mrs. Sunstorm für Team Orange. Dass jetzt die Kandidaten hier stehen bleiben, ist gar nicht so schlimm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man hier den Parcours schaffen sollte, ist sehr gering. Beim letzten Mal haben es 2 von 10 Kandidaten nur geschafft. Das heißt, es geht hier nicht wirklich um Geschwindigkeit, sondern eher darum, hier durch den Parcours zu kommen, beziehungsweise möglichst weit zu kommen. Oh, Oceanbeard quetsche ich jetzt hier an Mrs. Sunstorm vorbei. Die beiden bocken sich hier auf. Das gibt's ja gar nicht. Und jetzt rammen hier die Gullis voll durch. 79 nur bei Oceanbeard. Mrs. Sunstorm wird voll eingequetscht. 80% noch. Der Spinosaurus-Fan, der fährt jetzt hier gut durch. Der nutzt die Chance. 100% noch. Die anderen Kandidaten wurden jetzt hier wirklich ordentlich zurückgerammt. Team Retro steht jetzt sogar... Oh mein Gott. Oceanbeard 17% nur noch im ersten Gehege. Mrs. Sunstorm 63% und Aragorn Prime 80%. Also die wurden jetzt hier wirklich eingeklemmt. Und hängen jetzt hier ordentlich fest in dem Gehege. Das gibt's ja gar nicht. Das erste Gehege und dann geht's hier gleich so rund. Oh Gott, ich hoffe, die Kandidaten kommen jetzt hier durch. Wir springen mal ganz kurz an die Spitze. Dort haben wir mit 99% der Spinosaurus-Fan und Kilian Karl. Kilian Karl überholt jetzt hier, fährt an dem Felsen des Todes vorbei. Das ist immer wirklich tödlich, wenn man hier hängen bleibt. Wird jetzt aber voll weggerammt von den Nasutoceratopsen. 71% noch. Gucken wir mal hinten, ob sich da noch was ergeben hat. Eieiei, die Kandidaten sind noch am Start alle. 13% nur noch bei Oceanbeard. Ich glaube, das könnte es hier gleich gewesen sein. Im ersten Gehege. Das wäre sehr bitter für Oceanbeard. Aragorn Prime hängt ja auch ordentlich fest. 8%, 7%. Boah, das ist bitter. Im allerersten Gehege so viel Leben zu verlieren. Wir können jetzt nur hoffen, dass es noch irgendwie schafft. Mrs. Sunstorm hängt ja auch noch fest. Jetzt sieht es aber ganz gut aus. Wie sieht es hier vorne aus bei den Kandidaten? Okay, wir haben hier vorne Kilian Karl, der fährt jetzt schon ins vierte Gehege gleich. Und der Spinosaurus-Fan hat es auch geschafft. 99% noch. Aber Kilian Karl, oh, 13% nur noch. Die Ziegen machen ihn hier richtig zu schaffen. Oh Gott. Ich sag's euch, die Ziegen sind nicht zu unterschätzen, Leute. Er war gerade noch bei 80% oder so. 5% nur noch bei Kilian. Oh Gott, wenn jetzt noch eine Ziege gegen ihn läuft, dann könnte es das hier gewesen sein. Oh Gott, Kilian. Fahr durch, jetzt. Okay, er hat es geschafft. 4 Punkte sind ihm sicher. Sehr schön. Wie sieht's aus bei den anderen Kandidaten? Oh, gar nicht gut. Die hängen hier immer noch fest. Oceanbeard 7% ist aber noch am Start. Aragorn und wo ist Mrs. Sunstorm? Die ist hier vorne im Gehege. Wir springen aber wieder an die Spitze. Denn dort haben wir hier Spinosaurus-Fan und... Oh, Kilian Karl, nur noch 2% Leben. Oh, das ist so bitter. Oh, 1%. Oh Gott. Der Spinosaurus-Fan hat ihn hier fast gerammt. Das wäre es dann gewesen. Wenn er dieses Gehege noch schafft, das wäre schon eine klasse Leistung. Mit 1% Leben durch das große Pflanzenfresser-Gehege. Das wird jetzt aber gefährlich. Hier sind überall spitze Stacheln und Keulen und... Das war knapp. Das war ganz knapp. 93 noch bei Spinosaurus-Fan. Also für den sieht es gut aus. Wird jetzt aber nicht weggerammt. Hat Glück.
Oh, das war's für Kilian Keil. Ist jetzt durch ein Parasaurolophus ausgeschieden. Der Spinosaurus-Fan fährt jetzt hier weiter. Wir gehen nochmal ganz kurz nach hinten. Schauen mal, wie es aussieht. Ocean Beard mit 2% Leben ist im Ziegengehege. Könnte jetzt auch gleich ausscheiden. Wenn eine Ziege gegen ihn läuft, vielleicht schafft er es noch. Er muss nur hier rüber, dann sammelt er einen Punkt zusätzlich. Das wäre sehr bitter, wenn er es jetzt nicht schafft. Oh Gott, oh Gott. 2%. Das war's. 3 Punkte leider nur für Ocean Beard. Der ist jetzt gegen eine Ziege ausgeschieden. Wie sieht es denn hier hinten aus? Mrs. Sunstorm 60%, 76% bei Aragorn. Oh Gott, jetzt nur noch 44. Ihr müsst euch jetzt hier durchquetschen. Ah, die beiden hängen an dem Todesfelsen. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir diesen Felsen entfernen sollen. Ich finde es aber echt spannend, dass der da steht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir bringen gleich auch wieder an die Spitze, Leute. Aber das sieht hier gerade gar nicht gut aus für Aragorn. Wird jetzt hier weggeschoben. 39%, 35%, 33%, 33%. So, Miri, jetzt aber hier. Rückwärtsgang und dann vorbei an dem Felsen. Du hast die Chance jetzt. 20% nur noch. Oh nein, er wird hier mal nach und nach weitergeschoben. 8%. Aragorn, Rückwärtsgang. 6% nur noch. Rückwärtsgang, nicht vorwärts. 4%. Nein, nicht vorwärts fahren. Ja, ja, Rückwärtsgang ist sehr gut. Mrs. Sunstorm hängt hier komplett fest an dem Felsen. Das gibt's doch nicht. Die hat sich hier verkeilt. Und wird jetzt, glaube ich, gleich weggerammt. Nee. Oh nein. Das sieht gar nicht gut aus. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gleich wegglitscht, weil sie da festgefahren ist oder so. Aragorn Prime schafft es jetzt hier mit 4% vorbei. Mrs. Sunstorm hängt immer noch fest. Übrigens, für die, die es nicht wissen, Mrs. Sunstorm ist Miri. Falls ich mal Miri sage. Aragorn Prime ist jetzt auch im Ziegengehege. Ich will eigentlich nochmal an die Spitze springen, aber ich glaube, Aragorn Prime könnte jetzt hier ausscheiden. Deswegen will ich kurz hier bleiben. 3% nur noch. Dinosaurierbedrohung. Wo ist das? Oh nein, Mrs. Sunstorm. Die ist weg. Nein. Mrs. Sunstorm ist ausgeschieden im Gehege 2. Leider ausgeschieden. Also weggeglitscht. Habe ich mir schon gedacht, weil sie da festhing. Damit hat sie leider nur 2 Punkte gesammelt. Aragorn Prime macht es ganz vorsichtig hier. Das ist super smart. Wir müssen eigentlich mal eben an die Spitze springen. Müssen mal eben gucken, wo hier der Führende ist. Oh, der ist schon sehr weit vorne, Leute. Schaut mal. Der Spinosaurus-Fan, 47%, ist jetzt schon in Gehege 6. Tut mir wirklich leid, dass wir jetzt so viel verpasst haben von deiner Fahrt. Aber das war gerade so spannend da hinten. Das ist halt immer ein bisschen ärgerlich, dass man nicht alles gleichzeitig beobachten kann. Dinosaurus-Fan fährt jetzt rechts an den Felsen vorbei. Und Aragorn Prime wurde jetzt zerstört. In welchem Gehege? Ah, er wurde an den Huggeln hier zerstört. Er hat sich selbst zerstört. Aber das ist Gehege 4. Er hat 4 Punkte gesammelt. Sehr, sehr gut. Gut gemacht. Und wo haben wir unseren letzten Kandidaten? Der Spinosaurus-Fan. 47% Leben. Fährt jetzt hier in Gehege 7 schon. Das heißt, nur noch dieses Gehege und ein weiteres. Dann hat er es hier geschafft. Bin echt gespannt, ob er es schaffen wird. Oh, wird jetzt hier weggeblockt von dem Schweif, von dem Carcharodontosaurus. Und da kommen schon seine Kumpanen. Jetzt muss er hier Gas geben. Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und da ist er zerstört. Da wurde er gegen den Baum hier gerammt und ist zerstört. Hat aber eine sehr gute Punktzahl hier rausgefahren, der Spinosaurus-Fan. 7 Punkte für ihn. Also es war schon mal eine krasse erste Runde. Und weiter geht's mit Runde 2. Runde 2 beginnt. Wir öffnen die Tore und jetzt geht's an den Start für Selina Hegner, Typhoon, Kiano, Teufelkiller und White Sheep. Es ist hier noch alles drin, auch wenn jetzt die Kandidaten früh ausgeschieden, also die Teamkollegen früh ausgeschieden sein sollten. Wir werden sehen. White Sheep fährt hier auf jeden Fall gut voran. Bleibt jetzt hier aber am Tor stehen. Jetzt geht's in das gefürchtete Gallimimus-Gehege. Oha. Ich glaube, die Kandidaten kommen hier aber gut durch. Oh nein! Kiano ist da voll reingefahren in den. Das sah ja fast wie aus, als wäre er da mit Absicht reingefahren in den Galli. Aber die Kandidaten kommen jetzt hier erstmal gut durch. Selina in Führung, White Sheep. Bis jetzt hat noch kaum jemand Schaden bekommen. Kiano hat auch keinen Schaden bekommen. Oh, noch keiner hat Schaden bekommen. Sehr gut. Ich glaube, alle schaffen hier das Galli-Gehege ohne irgendwelchen Schaden. Nee, doch nicht. Typhoon hat keinen Schaden dafür gekriegt. Das war ja unglaublich. Krass. Okay.
God Mode enabled. So, gehen wir mal wieder an die Führung. Dort haben wir drei Kandidaten, die jetzt sich langsam in das Nasuto-Ceratops-Gehege rantasten. Da legen schon die ersten den Rückwärtsgang ein, weil Selina sich nicht so richtig traut. Oh, der erste schläft, das ist gut. Wir stehen aber auf 5 Stück in der Reihe. Was passiert denn jetzt hier? Typhoon kommt jetzt auch. Der letzte Kandidat, der da festhängt, ist Teufelkiller. Und der hängt da ordentlich fest. Hat aber auch noch keinen Schaden gekriegt. Ist ja unglaublich, dass die gerade keinen Schaden kassieren, die Leute. Ich habe aber nichts umgestellt oder so. Das ist alles normal. Ah, jetzt hat er einen Schaden bekommen. 3 Schaden. Sollte es jetzt aber auch schaffen. Also alles entspannt. Oh, die Kandidaten haben sich mittlerweile reingetraut hier. Ist hier was passiert? Ne, alle noch 100%. Also es scheint hier gut zu laufen. Selina kommt jetzt hier mit 100% an dem Todesfelsen vorbei. Und schafft es schon ins Ziegengehege. Die anderen hängen hier leider fest. Typhoon hängt vor dem Todesfelsen. Die anderen beiden hängen vor dem Todes-Nasuto-Ceratopsen. Teufelkiller hat es dann auch mal geschafft. Yano hängt jetzt... Oh Gott, das ist nicht gut. Er hängt hier voll in dem Horn von dem Nasuto-Ceratops. Aber zum Glück ist er nur am Grasen. Also der interessiert sich gerade noch nicht wirklich für die Fahrer hier. Aber Keanu hat hier kein Vorbeikommen. Das gibt's doch nicht. Teufelkiller hat es jetzt geschafft. Typhoon legt den Rückwärtsgang ein, fährt jetzt wieder gegen den Felsen? Nee. Komm, Keanu, gib Gas. Jetzt hier durch. Durch die Lücke. Ja, Keanu hat es geschafft. Sehr schön. Jetzt noch Typhoon hier durch. Links, komm. Du schaffst es. Nicht stehen bleiben. Motor an. Und durch da. Perfekt. Er hat es auch geschafft. Die anderen hängen hier im Ziegengehege fest. Und wir sehen schon... Oh, nee, Ocean Beard war von vorhin, ne? Okay, das ist noch das Wrack von vorhin. Da ist keiner ausgeschieden. Wo ist denn hier der Führende? Ja, da vorne schon. Selina. Mit 97% im vierten Gehege. Fährt die jetzt vorweg? Die anderen hängen hier noch am Wrack von Ocean Beard fest. Im Ziegengehege. Aber ansonsten haben es, glaube ich, schon alle geschafft hier, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, alle sind jetzt hier in Gehege 3. Die hier sind schon in Gehege 2. Und natürlich vorne an der Spitze haben wir, da bleiben wir jetzt auch mal, dort haben wir Selina Hegner. Die fährt hier super vorweg. Locker durch das Gehege hier durch mit 97%. Das sieht sehr gut aus. Selina könnte es hier wirklich schaffen. Ist jetzt hier im Gyros-Ferngehege. Muss ich jetzt hier vorbeischlängeln so ein bisschen. Baut hier einen kleinen Unfall, aber das ist alles halb so wild. Boah, hier vorne ist gerade ein bisschen Stau, deswegen springen wir nochmal ganz kurz nach hinten. Versuche wirklich immer alles so gut wie es geht für euch festzuhalten. Hier sind aber auch viele Kandidaten im Weg jetzt, ne? White Sheep. White Sheep wurde soeben von einem Stegosaurus kaputt gehauen. Eieiei. Okay, das ging jetzt schnell. Keanu kommt jetzt hier. Und die anderen beiden hängen an Aragorn Prime fest. Das ist natürlich bitter. Keanu hängt jetzt auch hier ganz böse fest. Hängt jetzt auch an dem Wrack von White Sheep fest. Das ist gar nicht gut. Kriegt jetzt hier auch einen mit von dem Stego. 28% nur noch. Da kommt schon der nächste Stego. Keanu muss jetzt zusehen, dass er hier wegkommt. Die Keule kommt und trifft ihn nochmal. 27%. Aber jetzt gibt er Gas. Links. Keanu links. Oder wegschieben, das geht auch. Okay, er schiebt ihn jetzt hier weg. Ich muss nochmal an die Spitze springen. Das geht nicht anders. Mal gucken, wo Selina schon ist. Selina ist schon in Gehege 6. 97% immer noch. Also scheint hier alles gar keine Herausforderung für sie zu sein. Ganz locker. Das gibt's ja gar nicht, dass Selina hier so easy durchfährt. 97%. Also sie können es hier wirklich gut schaffen. Die Chancen stehen gut. Kommt jetzt aber auch in das siebte Gehege. Wir haben ja vorhin gesehen, wie gefährlich hier die Chachas sein können. Fährt jetzt hier den Berg hoch. Jetzt schnell vorbei da. Oh, oh, oh. Ui, das war knapp. Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Der hier versperrt jetzt voll den Weg. Und das könnte es jetzt hier gewesen sein für Selina. Wird jetzt hier eingeklemmt. 33% noch. 31%. Wird sie jetzt hier ausscheiden. Oder quetscht sich unter dem Schweif durch. Sie quetscht sich unter dem Schweif durch. Richtig gut gemacht. 20%. Springt jetzt hier runter. Kriegt nochmal einen Schaden dadurch.
Sollte es jetzt aber hier wegschaffen, hoffentlich. Oh, bleibt jetzt hier am nächsten Felsen hängen. Nina, du musst da weg. Ja, sie schafft es. Perfekt. Ich weiß nicht, was gerade hinten passiert. Das werden wir gleich aber erfahren. Ich habe oben noch keine Todesnachricht gesehen. Bin gleich sehr gespannt. Die Lina ist jetzt im letzten Gehege. 19% Leben noch. Und die Rexis. Das war's leider, Selina. Da hast du den Schweif von dem T-Rex hier abbekommen. 8 Punkte für dich. Wir springen wieder zurück. Wo haben wir unsere Kandidaten? Die Kandidaten leben noch, so wie es aussieht. Ich hoffe, es ist keiner ausgeschieden. Glaube aber nicht. Hier haben wir Typhoon. 89%. Heizt jetzt hier das 4. Gehege runter. Eieiei. Oh, hat kaum Schaden bekommen. Der ist voll gegen die den Pachikopf gefahren. Alles klar. Teufelkiller zieht jetzt hier auch durch. Nicht schlecht. Aber fehlt nicht noch Team Orange? Vermisse irgendwie einen. Oder ist der ausgeschieden? Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren mal wieder. Irgendwie vermisse ich einen. Das wird sich gleich am Ende rausstellen. Vielleicht ist der auch schon weiter vorne, wer weiß. Nee, ich glaube nicht. Okay, das werden wir dann gleich herausfinden, Leute. Wir beobachten jetzt unsere Kandidaten, die noch drin sind. Da haben wir jetzt hier Teufelkiller mit 89 noch und Typhoon mit 87. Also sieht ganz gut aus für die. Und jetzt geht's hier aber... der schnappt hier ganz knapp vorbei an dem Fahrzeug. Oh Gott, da kommt schon der nächste Baryonyx. Das ist nicht gut. Aber er läuft vorbei, okay. Das ist nochmal ganz relativ gut gegangen. Die beiden fahren jetzt hier aber auch schön dicht beisammen. Oh Gott, da wird er nochmal leicht weggerammt von dem Baryonyx, aber das war halb so wild. Genau wie Teufelkiller, der kriegt nochmal den Schweif zu spüren. Die haben es jetzt aber geschafft. Die kommen jetzt beide in Gehege 6, so wie es aussieht. Das ist aber auch ein sehr gefährliches Gehege. Na, beide bleiben jetzt hier so ein bisschen hängen. Die schaffen es aber beide. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, Leute. Was ist das wieder spannend? Da hinten kommt ein Spinoraptor und rammt ihn weg hier. Typhoon wurde gerammt. 18% noch. Jetzt musst du Gas geben. Oh, wird jetzt hier nochmal getroffen. Gott, oh Gott, oh Gott. Gib Gas, Typhoon. Nein, nicht in den Raptor reinfahren. Der Raptor dreht sich um. Und das war's mit Typhoon. Das war ein Fehler, Typhoon. Damit haben wir nur noch einen Kandidaten im Rennen hier. Das ist Teufelkiller HD. Für Team Rot. Der fährt jetzt hier hoch. Springt gegen zwei Karcharodontosauren. Ich weiß, ich spreche es immer noch falsch aus. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie man es ausspricht. Ich glaube, Karcharodontosauren, ne? Könnt ihr mal in den Live-Chat oder in die Kommentare schreiben. Da ist er abgesoffen. Habt ihr das gehört? Er musste seinen Motor neu starten. Aber kann passieren. Sieht aber jetzt gut aus hier für Teufelkiller. Er könnte hier das Rennen beenden. Kann er es schaffen? Ich bin super gespannt. Sieht sehr gut aus. Jetzt sind wir im letzten Gehege. Das T-Rex-Gehege. Hier ist auch gerade Selina ausgeschieden. Ich glaube sogar gegen den T-Rex hier. Oh, er fährt jetzt ganz knapp an dem Rex vorbei. Bleibt jetzt aber hier hängen. Das ist nicht gut. Da nimmt schon T-Rex Fahrt auf. Okay, der will ihn aber nicht rammen. Alles noch einigermaßen entspannt. Kann er es hier schaffen? Teufelkiller. Er schafft es. Bleibt jetzt hier nochmal hängen, aber es kann nichts mehr passieren. Teufelkiller HD schließt jetzt hier als einziger Kandidat für heute das Rennen ab und sammelt damit ordentlich Punkte. Und ich würde sagen, wir springen direkt zur Siegerehrung. Die Videoanalyse ist durch und die Sieger stehen fest. Wir fangen natürlich mit dem ersten von hinten an, aber bitte nicht traurig sein. Und das ist Team Orange, das VIP-Team. Das hatte heute richtig viel Pech. Erst ist Mrs. Sunstorm bei diesem Todesfelsen stecken geblieben und ist dann leider weggeglitscht. Und dann ist auch noch der gute Keanu wahrscheinlich in Gehege 4 weggeglitscht. Also es war auf jeden Fall der letzte Stand, wo wir ihn gesehen haben. Dann war er spurlos verschwunden. Aber selbst wenn er noch ein, zwei Gehege mehr geschafft hätte, was das Maximum gewesen wäre, was hätte sein können, hätte es hier nichts geändert.
Deswegen habt ihr leider nur 2 plus 4 Punkte, insgesamt 6 Punkte. Egal, beim nächsten Mal nochmal versuchen. Ihr habt ja als VIP eine höhere Chance, also wird das hoffentlich nicht allzu lange dauern. Dann kommen wir zum vierten Platz. Das belegt heute, oder den belegt heute Team JWE mit Kilian Karl und White Sheep. Beide souverän bis ins vierte Gehege gefahren, das heißt 8 Punkte insgesamt. Und dann geht's schon zum Treppchen. Da haben wir die Bronzemedaille. Die Bronzemedaille, die geht heute an Team Retro. Da haben wir einmal Ocean Beard, der ist hier vorne. Der ist leider im Ziegengehege ausgeschieden, damit 3 Punkte für Ocean Beard. Und dann haben wir nochmal... Ja, hier, Selina. Entschuldigung, wenn ich länger gucken musste. Selina Hegner, die ist wirklich sehr gut gefahren, hat es bis ins 8. Gehege geschafft. Insgesamt 11 Punkte, was sehr gut ist, hat aber nur für Platz 3 gereicht. Und dann kommen wir schon zum zweiten Platz und somit logischerweise auch zum ersten Platz, weil das dann ja klar ist. Den zweiten Platz, den belegt heute Team Blau mit der Spinosaurus-Fan. Sehr gut gefahren, bis ins 7. Gehege gekommen und Typhoon. Typhoon ist auch sehr gut gefahren, bis ins 6. Gehege. Das heißt 7 plus 6, insgesamt 13 Punkte. Und damit ist logischerweise zum zweiten Mal, ist das Zufall, Team Rot, der Gewinner mit Aragorn Prime, der hat 4 Punkte gesammelt, bis ins 4. Gehege. Und natürlich kommt dann noch Teufel Killer HD. Der hat ja wirklich ein sensationelles Rennen hier gefahren. Hat das Rennen abgeschlossen, damit 8 Punkte für die Gehege, für die 8 Gehege und 5 Zusatzpunkte fürs Abschließen hier. Das sind ja schon alleine 13 Punkte und ja, insgesamt haben sie 17 Punkte gesammelt. Herzlichen Glückwunsch an Teufelkiller und Aragorn. Ihr habt übrigens auch einen 5 Euro Amazon-Gutschein gewonnen. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, dass es natürlich wieder um einen 5 Euro Amazon-Gutschein geht. Schreibt mir euch im Discord an, dann werde ich euch euren Gewinn auf jeden Fall zukommen lassen. Und Leute, das war das zweite Death Race. Falls es euch gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall ein Feedback. Lasst ein Like da, schreibt was Nettes in den Chat oder in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen. Beim nächsten Mal werden wir eine neue Rennstrecke ausprobieren. Denn der Gewinner vom letzten Mal, der Dr. Agen, hat mir eine Rennstrecke gebaut und mir diese eingeschickt. Die werden wir beim nächsten Mal dann durchfahren. Und jetzt kommen wir nochmal zu der besonderen Sache. Alle Leute, die jetzt bei der Videopremiere zuschauen, schreibt jetzt mal alle Hashtag DDR in den Livestream-Chat. Und ich werde ab jetzt immer ein Premiere-Team machen. Das heißt, alle Leute, die bei der Videopremiere mit dabei sind, haben nochmal eine zusätzliche Chance, hier teilzunehmen. Ich werde gleich 2 Leute, die jetzt in den Chat schreiben, random aussuchen. Und die beiden werden dann beim nächsten Rennen eins dieser 5 Teams, die ihr hier seht, belegen und haben somit auch eine größere Chance. Ich finde es mega cool, dass ihr sozusagen bei der Videopremiere in Anführungszeichen live dabei seid. Macht mega Spaß. Ich werde ja natürlich auch wieder im Chat anwesend sein. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch richtig viel Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall viel Freude bereitet. Ich wünsche euch noch allen einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.